Moment, was war denn da drüben? Oh, was haben wir hier? Ein paar Credits. Ich hätte gerne mit Ihnen über das Paarungstotem der Elkor gesprochen. Hm. Moment. Ja, 693 CE. Okay, das können wir uns später vielleicht irgendwann mal antun. Oder? Okay, haben wir. Ich frage mich wirklich, was der andere Shepard hier sucht. Team Hammer, wir sind unterwegs zur nächsten Ebene. Was ist Ihre Position? Hammer, hören Sie mich? Irgendwas stimmt da nicht. Die melden sich gar nicht mehr. Wir müssen voranschreiten. Da ist Team Mako. Wir versuchen einen Weg frei zu machen, Commander. Okay, weiter. Also mit... Ah, da ist noch einer. Entschuldigung. Ja, 580 BCE. Erste Citadel-Landung. Wir haben sie erwischt. Alle, glaube ich. Wir sehen den Klon, Shepard. Mako rückt vor. Gut. Dann mal weiter. Team Mako, wir sind hinter Ihnen. Wie ist Ihr Status? Oh, scheiße. Mako, wo sind Sie? Was? Ist das etwa... Jahr 2183 CE. Beratungen über den ersten Spectre der Menschen. Kammer SH1. Commander Shepards aktuelle Erfolge stehen außer Frage. Hm. Aber der Rat hat keine Informationen über seinen Hintergrund. Shepard wurde in einer klassischen Militärfamilie geboren und wuchs auf verschiedenen Allianzposten auf, bis er sich mit 18 verpflichtete. Gibt es etwas aus Shepards Militärakte, das Sie besonders hervorheben möchte? Viele in der Allianz halten Shepard für einen Kriegshelden. Er hat zum Beispiel auf Elysium ganz allein einen Angriff zurückgeschlagen und so den kompletten Trupp gerettet. Danke für Ihre Präsentation und an alle, die hier gesprochen haben. Der Rat wird seine Entscheidung bezüglich der Eignung von Commander Shepard als Spectre noch heute bekannt geben. Cool. Also, was? Wie ist Ihr Status? Ihr anderes Ich stört unseren Funkverkehr. Hammer und Mako versuchen vorzustoßen und ihm den Weg abzuschneiden. Aber ich wurde getroffen und brauche Hilfe. Bitte beeilen Sie sich. Ja, ja, ist schon gut. Also das ist die Geschichte, die damals lief wegen Commander Shepard. Gut zu wissen. Oh, verdammt. Was zum Teufel? Alarmierend. Brooks, die Kammer schließt uns ein. Oh, es muss ein Override geben. Ich sehe keinen. Cortez? Brooks? Hören Sie mich? Sind Sie auf dieser Frequenz? Die Kurzantwort lautet nein. Sind Sie nicht. Mist. Die lange Version lautet, dass Ihre Freunde in Iridium-Kammern festsitzen und vergessen werden. Für immer. Andere wissen davon. Von Ihnen. Die Allianz wird Sie aufhalten. Was denken Sie, Analystin Brooks? Wird die Allianz uns aufhalten? Keine Ahnung. Ich arbeite gar nicht für Sie. Okay. Wer sind Sie in Wirklichkeit? Wer sind Sie? Und glauben Sie wirklich, dass ich Sie nicht erwische? Mein Name ist unwichtig. Ich behalte keinen länger als ein paar Tage. Und wenn der Unbekannte mich nicht findet, schaffen Sie es auch nicht. Sie sind Cerberus? Ich war. Mr. Unbekannt und ich waren nicht einer Meinung. Er ist ein skrupelloser Irrer. Ich bin nur skrupellos. Warum haben Sie mir keine Zusammenarbeit vorgeschlagen? Haben wir doch. Ich habe die ganzen Dossiers für Ihre Selbstmordmission zusammengestellt. Die Kollektorenbasis? Der Salarianische Doktor, die Asarius, die Karin, der Drell? Das waren alles Fehler. Wir waren eine Pro-Mensch-Gruppe, die Aliens um Hilfe bat. Ich habe einfach gewartet, bis ich ein anderes Sie fand, das meiner Meinung war. Ich weckte ihn auf.
Aber warum die Täuschung? Warum? Was sollte das Ganze? Eigentlich wollten wir nur ihren Spectre-Code. Da ist Shepard! Spectre-Zugriff erteilt. Aber dann überlebten sie den Anschlag und setzten ihre verdammte Asari ein. Ich musste neu kombinieren. Der Waffenhändler. Elijah, ich bin's. Wir müssen reden. Was zum Teufel ist los? Wenn diese Waffen zu mir zurückverfolgt werden... Oh! Werden sie nicht. Aber dann hätte ihr Sexbot ja die Daten wiederherstellen müssen. Und jetzt sind wir ja hier und dämmen das Problem ein. Eindämmen. Okay. Eine Warnung. Den Verrat an uns hat noch niemand überlebt. Trotzdem wird es immer wieder versucht. Sie beide halten sich für schlau. Hm. Und das waren sie auch. Ein bisschen. Aber das reicht nicht. Und ja, ich mag hier drin gefangen sein. Aber Vorsicht. Denn das Fadenkreuz auf ihrem Rücken wird mit jeder Sekunde größer. Das klingt sehr dramatisch. Und wenn mir jemand wie Commander Shepard drohen würde, wäre ich besorgt. Aber sie sind nicht Shepard. Nicht mehr. Sie hatten Miranda, ich habe sie. Meine hat mehr Biss. Es war schön, solange es andauerte. Was machen Sie da? Dinge in Ordnung bringen. Erinnern Sie sich? Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Nur haben Sie irgendwo unterwegs Ihre gesamte Spezies vergessen. Sie haben mehr Aliens das Leben gerettet als Menschen. Alle sind wichtig. Ist doch egal, wer was, also wer was ist. Die Spezies ist mir egal. Jedes Leben zählt. Aber vielleicht kann ein Klon das nicht verstehen. Das Einzige, was man nicht duplizieren kann, ist der Handabdruck. Das Leben formt ihn, nicht die DNA. Was ein Problem ist. Computer, Ratsakten aktualisieren. Subjekt, Shepard. Menschen, Spectre. Aktenzugriff. Bitte neue Daten eingeben. Biometrische Daten aktualisiert. Guten Tag, Commander Shepard. Verdammt! Und jetzt entschuldigen Sie mich. Die Normandie braucht Ihren Captain. Ich sollte gehen. Was? Leben Sie wohl, Commander. So sterben also Legenden. Waren wir schon mal in so einer Situation? Klarer Fall fürs Best-of-Video, was? Mhm. Ich sollte gehen. Klinge ich wirklich so? Ja, jetzt muss ich sagen. Darf ich vorschlagen, wegen der Iridiumkammer besorgt zu sein, in der wir für immer eingeschlossen wurden? Klinge ich wirklich so scheiße? Warum hat mir das noch niemand gesagt? Dabei ist Feedback so wichtig. Weiß nicht. Sie sind der Commander. Sie können sagen, was Sie wollen. Wir haben höchstens noch für eine Stunde Luft. Vielleicht. Ich sollte gehen. Ich sollte gehen. Ich sollte gehen. Shepard, ich rate zu größerer Sorge wegen unserer Lage. Oh, Glyph, bist du noch da? Jawohl, Commander. Mach das Ding auf und such die anderen. Niemand stiehlt mein Schiff. Nicht mal ich. Na, gut zu wissen. Ich hab Platz für Shepard plus 2. Und schnell, wenn's geht. Der andere Shepard klaut mein Schiff. Das ist nicht gut. Wen nehme ich jetzt mit? Ja, klarer Fall. Zwei Leute, die ich eigentlich so gut wie kaum mitgenommen habe. Ich nehme mal wieder Edie mit. Und Rex.
Den habe ich sonst nie mitgenommen. Was? Ich wollte schon auch mit. Ich auch. Ich werde wohl nie ausgewählt. Ach komm. Joker kommt zurück und holt sie. Versprochen. Ich brauche Menschen nur ein bisschen mehr Feuerkraft und Kroganer-Hilfe. Wäre gut. Ja, und jetzt kann ich das endlich mal modifizieren. Mal gucken, was wir da haben. Eins zu weit. Durchschlagkraft muss erhöht werden. Die Kapazität ist schon in Ordnung, glaube ich. Und ach, Schaden ist ja schon. Die Kapazität höher. Okay. Das war's. Moment, was hat er? Er kriegt eine andere Waffe. Aber sowas von. Er kriegt meine. So, dann einmal die Kapazität erhöhen und mal sehen, das auch noch. Und er nimmt einfach mal die. Bestätigen wir. Und zurück. Wie sieht das bei dir aus? Ja, alles okay. Dann machen wir mal mit den Kroganer hier auch weiter. Das ist cool. Deshalb hasse ich Landurlaub. Kaum parkt man das Schiff mal 5 Minuten. Können Sie die Citadel-Flugsicherung bitten, denen die Starterlaubnis zu verweigern? Schon probiert. Alle Funkfrequenzen sind gestört. So können Sie mein Schiff leichter stehlen. Wir halten Sie auf. Shepard, Ihr Klon hat das Schiff betreten und versucht jetzt... Ach du Scheiße. Soll sie das so machen? Eigentlich nicht. Ich bin funktionstüchtig. Wirklich? Der Klon hat mir die Kontrolle über die Normandy genommen. So wie jeden Sensor-Input. Verdammt. Ich kann nicht gegen seine Befehle vorgehen. Wir kriegen das wieder hin. Keine Sorge, Edie. Wir holen sie zurück. Danke. Was immer sie tun, Beeilung. Wenn die Normandy in ULG geht, sehen wir sie nie wieder. Das wird nicht passieren. Das war nicht besonders gut. Die Citadel-Sicherheit hat das Skycar erfasst. Noch näher und sie schießen. Zurück und die anderen aufsammeln. Weit können sie nicht gekommen sein. Außer sie haben ein Taxi genommen. Gut, dann holen wir unsere Normandy zurück. Was umlegen. Was? Oh nein. Wow. Das war nicht gut. Ach ehrlich, dachtet ihr das? Gute Kombination. Ihr wollt nicht wissen, wie das ist mit den Kroganern, ne? Achso, das ist Rex. Naja, okay, es ist nur Rex. Oh Mann. Nee. Nee, nee, nee. Kommt nicht in die Tüte und so. Runter. Starten wollen, dauern die Vorbereitungen eine halbe Stunde. Und die schalten einfach die Triebwerke ein und fliegen los? Die meisten dieser Vorbereitungen sind eigentlich unnötig. Danke, dass ich das endlich weiß. Schicken Sie eine Warnung an die Normandy. Geht nicht, die Kommunikation wird gestört, schon vergessen. Verdammt! Okay, okay. Eine
weit gekommen, um die Normen, die jetzt einfach abheben, zu sehen. Wir müssen rein. Ich hab doch nicht mal... Moment. Was? Sie haben mich gerade von der Normandie gefeuert. Unehrenhafte Entlassung wegen ungebührlichen Verhaltens. Vom Schiff geworfen und gerade mal genug Zeit, um meine Zahnbürste einzupacken. Wir kennen uns doch, Trainer. Eine Scission Pro Mark 4. Entfernt mit Masseneffektfeldern Plak und massiert den Gaumen. Ja, hab ich erzählt. Und ich weiß es, weil ich der echte Shepard bin. Und ich wurde gerade vom Schiff geworfen. Das war dann wohl... nicht. Shepard hat einen Klon. Durchaus sinnvoll, wenn man es bedenkt. Alles weitere später. Aber jetzt... Mist. Verschlossen. Die Triebwerke sind online. Sie bereiten den Start vor. Ist noch jemand an Bord, der uns helfen kann? Nein. Und ich war auch nur wegen der Nachrüstung der Normandie auf der Erde da. Alle anderen haben Landurlaub. Trainer, ganz ruhig. Wir brauchen Hilfe. Okay. Keiner kennt das Schiff besser. Komme ich irgendwie rein? Es gibt eine Notluke für Evakuierungen. Sie müsste genau hier sein. Manuelles Schloss, das nur von der anderen Seite geöffnet werden kann. Vorschläge? Zum Auslösen wäre eine extrem präzise Masseneffektfeldmanipulation erforderlich. Eine Zahnbürste. Hätte mir heute früh jemand gesagt, dass eine Zahnbürste die Normandie retten wird, ich wäre skeptisch gewesen. Tja, das ist auch ein bisschen seltsam.